Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch der Wolf im Schafspelz Box von DCV DNS. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Wolf im Schafspelz, das zweite richtige Release von DCV DNS nach Brille, kommt nun der Wolf im Schafspelz und dieses Album, das erste, das auch in Boxform erhältlich ist. Wir haben hier eine Holzbox, quadratisch, und hier vorne sehen wir das Logo von DCV DNS bzw. vom Wolf im Schafspelz. Hier haben wir eingraviert DCV DNS, DWIS. Und hier ist noch eine komplette Zierleiste, wo nur DCV DNS die ganze Zeit steht. Also hier rundherum DCV DNS. Ansonsten ist hier nichts zu sehen. Die Seiten sind blank, also wurden nicht behandelt. Oh, beziehungsweise die eine Seite wurde doch behandelt. DCV DNS DWIS ist hier auch wieder eingestanzt, eingraviert. Klappt man schon. Und auf der Rückseite ebenfalls nichts. Alles blank. Okay. Das Ganze geht mittels Schiebedeckel auf. Das heißt, wir bewegen diesen einfach hier hinaus. Und so sieht die Rückseite aus. Etwas heller. Also, beziehungsweise die Innenseite. Und dann haben wir einmal ein T-Shirt, das Album, ein Sticker, eine Autogrammkarte, ein weiterer Sticker und ein Poster. Gut, so sieht die Box von innen aus. Viel Platz, um irgendwas reinzugeben. Und von innen so ein helles Holz. Das heißt, die Außenseite wurde wohl lackiert bzw. behandelt, sodass das Braun unklar ausfällt. Okay. Wie immer fangen wir an mit dem Album. Wir haben hier einen Sticker auf dem Album. Hier steht 2 CD Premium Edition mit Instrumentals, 3 Bonus Tracks und Atelier featuring Motrip. Also das ist einer dieser Bonustracks. Und hier haben wir den trojanischen Wolf, soll das glaube ich darstellen. Also ein riesen Wolf aus Holz. Und hier sind viele Elemente noch eingebaut vom DCV DNS. DWIS. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Und wir haben Features von Tamash, Morlock Dilemma, Chele und Abdi, nochmal Tamash, Bastard und Genetik. Und auf CD2 haben wir die Instrumentals, beziehungsweise Features von Motrip. Ja, das war's. Meine Lieblingstracks auf dem Album sind Intro, German Choppers, featuring Tamash und Atelier featuring Motrip. Okay, dann haben wir hier einen Einleger zur Tour, Tourbahn aus Schaf und Inglebirds, das kommende Album von DCV DNS, Wolfgang H. und Hermann Weiß. Und dann haben wir auch noch das Booklet. Dieses sieht so aus. Ah, okay. Also das Booklet ist hier aufklappbar und als Mini-Poster zu verwenden. Auch hier wieder dieser trojanische Wolf. Und auf der Rückseite haben wir hier noch die Infos, also die Tracklist. Dann hier, es ist relativ schwer zu lesen, so hellgelb auf weiß. Die Credits. Und hier noch der Wolf im Schafspelz. Das Logo bzw. der Wolf, der trojanische. Das heißt, ihr könnt natürlich auch hier wieder ein Wendecover machen
oder das Booklet generell so verwenden und irgendwo aufhängen. Okay, dann geben wir das Booklet mal zurück in die Hülle. Und dann haben wir hier die CD, die relativ ungewöhnlich in diesem glänzenden Silber sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite gehalten ist. Und auch hier haben wir wieder dieses Logo rundherum DCV-DNS, wie auch schon auf dem Box-Cover, Boxdeckel. Und hier steht noch Disk 1. Okay, dann haben wir auf der zweiten Seite die Disk 2. Diese jetzt mit weiß beschichtet und nur hier die einzelnen Konturen mit ja, diesem Silber, mit diesem Glanz. Und hier ist nochmal das Logo. Okay, dann haben wir eine Autogrammkarte, DCV-DNS mit Schafskopf oder ja, Turban aus Schaf. Das Autogramm, also hier unterschrieben mit weißem Stift. Die Rückseite ist blank. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen Sticker in weiß und schwarz in rechteckiger Form. DCV-DNS DWIS. Und dann haben wir noch diesen Sticker in Kreisform. DCV-DNS, wie auch schon von dem Boxcover bekannt. Dann haben wir ein Poster, ein kleines quadratisches Poster, quadratisch hochformatiges Poster, ebenfalls wieder dieser trojanische Wolf. Und hier lesen wir noch die CVMS, DWIS 2013. Okay. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch ein T-Shirt. So. So sieht das Ganze aus. DCV-DNS, DWIS. Wir haben hier auch wieder diese Zierleiste mit DCV-DNS rundherum. Neckprint haben wir keinen. Und es handelt sich hierbei um ein Fruit of the Loom Classic Value Weight in Größe L. Und hier haben wir noch die Pflege- bzw. Waschhinweise. 100% Baumwolle und Made in Marokko. Gut. Wir schauen uns nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das T-Shirt in schwarz und hier haben wir in weiß diesen Aufdruck. DCV-DNS, DWIS. Hier noch rundherum mit dieser Zierleiste. Und in der Mitte eben das Logo. Ja, es sieht ein bisschen so nach, ich weiß nicht, nach Geheimbund oder nach irgendeiner Gruppe aus. Irgendeiner Organisation. Also man kann auf jeden Fall sehr viel reininterpretieren. Gerade jetzt Leute, denen vielleicht DCV-DNS nichts sagt oder kein Begriff ist, die fangen mit der Bezeichnung oder da unten mit DWIS, glaube ich, nicht viel an und können da alles Mögliche reininterpretieren. Und wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, DCV-DNS, der Wolf im Schafspelz. Einmal das Poster im Hochformat, diese zwei Sticker, einer im rechteckigen Format und einer in Kreisform. Das Autogramm, DCV-DNS. Und dieses Album mit zwei CDs, also Album plus Instrumentals. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Der Wolf im Schafspelz von DCV-DNS.
Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mit der Musik was anfangen könnt, dann unterstützt den guten Mann. Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.